Juri Knorr, Spielmacher der GWD Minden und jetzt der erste Nationalspieler mit einem Geburtstag aus dem neuen Jahrtausend. Jucken wird ihn das wenig, Medienrummel für den 20-Jährigen eher lästig. Naja, es muss ja gemacht werden und man hat ja eine gewisse Verantwortung auch den Pressemenschen gegenüber und wir das natürlich auch gut machen, weil es auch der Job ist und es dazu gehört. Darauf kommt es bei seiner Aufgabe ja auch nicht an, nötig ist es aber trotzdem. Vielmehr konzentriert sich der in Flensburg geborene Juri auf seine Aufgabe auf Rückraummitte. Da gab es in den letzten Tagen viel zu merken und zu verstehen, unter anderem vom neuen Bundestrainer Alfred Gislason. Ja, ist natürlich sehr aufregend, immer noch. Ich bin jetzt das zweite Mal dabei gewesen und ich wiederhole mich da eigentlich. Es ist was ganz Besonderes, hier dabei zu sein und ein ganz besonderes Gefühl. Und natürlich waren die Trainingseinheiten sehr kompakt und mit sehr viel Inhalt gefüllt, weil wir einfach nicht so viel Zeit haben, die ganzen Inhalte durchzugehen und all die Spiele. Ja, die Mittel, die er haben will, durchzuspielen. Und da musst du natürlich sehr gut aufpassen. Und ich war auch sehr überrascht, dass ich da so viel in dem Prozess mitgestalten durfte oder mit dabei war. Und dementsprechend hatte ich natürlich noch mal ein bisschen mehr Verantwortung und habe noch ein bisschen besser oder musste noch ein bisschen besser aufpassen. Beim Qualifikationsspiel gegen Bosnien und Herzegowina durfte er sogar von Anfang an ran und warf in der 19. Minute sein erstes Länderspieltor. Ein typischer Juri-Treffer. Ja, einfach Aktion gegen die Hand abgebrochen und ja, kann man vielleicht so sagen, wenn ich häufig gegen die Hand 1 gegen 1 gehe und den Ball irgendwie probiere unterzubringen, ja, vielleicht kann man so sagen. Auch wenn das erste Länderspiel nicht sein Bestes gewesen sein wird, gab es Lob vom Trainerteam. Juri ist für mich in seinen jungen Jahren, also ist eigentlich ein klassischer Mittelmann, ein moderner Mittelmann. Und soll das auch bei uns werden und er hat sehr, sehr gute Entwicklung, also sowohl als Handballer, aber auch körperlich, das ist richtig zugelegt. Auch nicht nur in Angriff, auch in Abwehr ist er immer besser und besser geworden. Also könnte endlich mal ein klassischer deutscher Mittelmann sein. Herausragender Spieler, gar keine Frage, bringt unheimlich viel Talent mit, bringt ganz tolle Eigenschaften mit, wie Professionalität, hervorragende Einstellung zum Sport im Allgemeinen, sehr ehrgeiziger Spieler, der aber auch ein ganz sensibler und nachdenklicher Typ ist. Und auch sein Kapitän ist auf die Entwicklung von Juri gespannt. Er hat alles, was es braucht und er hat die technischen Voraussetzungen dazu. Er hat das Auge auch für seine Mitspieler und ist selbst gefährlich, hat eine Explosivität, die nicht viele Spieler haben. Und Juri selbst? Den juckt sowas noch überhaupt nicht. Ich probiere es eigentlich nicht so an mich ranzulassen, weil es werden noch wieder Tage kommen, da werden die Leute wieder nicht so gut über dich reden. Und das ist jetzt eine Phase vielleicht durch die Nominierung besonders, so die, was vielleicht auch gar nicht so objektiv ist. Einfach jetzt durch die Nominierung wird sehr viel Lob ausgeschüttet und sehr viel geredet. Aber ich probiere mich davon jetzt nicht groß oder das beeinflusst mich nicht groß, weil im Endeffekt ist es mal so, die Leute sagen, okay, Knorr ist gut, im nächsten Moment sagen sie, oder wenn ich jetzt für Minden ein schlechtes Spiel mache, dann sagen die Leute wieder, ey, der ist vielleicht doch nicht so gut oder was sagt ihr da, der ist vielleicht total überschätzt und deshalb probiere ich meinen Weg zu gehen und mich davon nicht verrückt machen zu lassen. Juri Knorr, der erste Spieler aus dem neuen Jahrtausend, der ganz offiziell deutscher Nationalspieler ist.